Willkommen zurück und lassen Sie mich mit den neuesten Informationen des Tages aktualisieren. Merle weiß nicht, was sie glauben soll, als Gunthers Rückreise sich erneut verzögert. Muss er wirklich auf einen neuen Reisepass warten? Als Amelie herausfindet, dass Günther rauschende Feste mit dem deutschen Botschafter in Bolivien feiert, ist Merle wütend. Langsam ist es ihr egal, ob Günther nach Hause kommt oder nicht, als er unerwartet vor ihr steht. Alex macht Henning für Brunos Verschwinden verantwortlich. Die Spur führt auf einen Campingplatz an der Elbe, wo Alex' Eltern früher waren. Alex hat ein Déjà-vu, wieder entzieht sich sein Vater und lässt ihn in der Krise allein. Carlas Chemo hat angeschlagen und die Beziehung zu Gregor gewinnt eine neue Leichtigkeit. Erstmals machen sie Zukunftspläne. Amelie muss feststellen, dass ihre Bemühungen, bessere Bewertungen für das Drei Könige zu erwirken, nach hinten losgehen. Ihr wird Betrug vorgeworfen. Pia feiert die Zusage ihres Praktikums durch Torben. Und kommt deshalb gleich zu spät. Dann stellt sie auch noch fest, dass es sich bei ihrem Mitpraktikanten um Freddy handelt. Danke fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.